Karakshvasana, die Hyäne, ist eine Bezeichnung für mehrere Asanas. Meistens wird modern als Karakshvasana der Handstand bezeichnet mit Füßen auf dem Kopf. Samuel zeigt, wie es geht. Du gibst die Hände auf den Boden und die Füße auf den Boden und dann hebst du die Beine hoch und dann bist du im Handstand. Wenn du dabei die Füße Richtung Kopf bringst, dann ist es Karakshvasana, die Hyäne. Eine zweite Stellung, die als Hyäne bezeichnet wird, auch eine dritte, leitet sich ab von dem Werk Sri Tattva Nidhi. Und dort findest du im 15. Vers, bringe beide Hände auf den Boden, beziehungsweise eigentlich steht dort, aus der Gajasana-Stellung, bringe den Kopf wieder und wieder zur linken und rechten Achselhöhle. Das ist Karakshvasana, die Hyäne. Die Hatha-Bhyasa-Padati sagt etwas Ähnliches, nimm den Elefantenstellung ein und dann bring den Kopf zum rechten und linken Seite des Bauches. Das ist die Hyäne. Jetzt, was heißt das genau? Dazu müsste man erst wissen, was ist Gajasana. Ich sage es deshalb so ausführlich, weil diese Variationen werden heute etwas seltener praktiziert. Und die Hyäne wird beschrieben im 13. Vers von Sri Tattva Nidhi und Samuel wird es gleich machen. Lege dich auf den Bauch. Und dann bringe die Zehen und die Handflächen auf den Boden. Und jetzt hebe das Becken hoch und lass dann die Arme, den Kopf zwischen den Armen hinunterhängen. Also kommst praktisch in den Hund. Und im Hund lass den Kopf locker hinunterhängen und dann gab den Kopf ein bisschen Richtung Nabel. Und das ist dann Gajasana, der Elefant. Man kann sagen, die Hände zusammen bilden den Rüssel und der Kopf wird locker hinuntergehängt und die Arme gehen nach vorne. Wenn du jetzt aus dieser Stellung heraus den Karakshvasana machst, dann bringe jetzt den Kopf zur rechten und zur linken zum Bauch. Also du gibst jetzt den Kopf Richtung Bauch und schiebst den Kopf nach links und nach rechts zum Bauch. Also ein bisschen nach links und nach rechts, das ist die Hyäne. Dann gibt es zwei Variationen davon. Das eine geschieht dann aus dem Stütz heraus. Du senkst das Becken und hast den Kopf oben. Und jetzt drehst du dich so, dass du zu den Füßen hinschauen kannst. Und dann erst nach links, zur Mitte und dann nach rechts. Auch das ist dann die Hyäne. Und eine dritte Stellung, die als Hyäne bezeichnet wird, du stehst auf und gibst die Füße etwas auseinander und lässt dann den Kopf locker hinunterhängen. Und die Hände Richtung Boden oder auf den Boden. Und das ist auch Gajasana, eben der Elefant, wo der Rüssel locker hinunterhängt, eventuell die Hände zusammengeben. Oder du könntest auch den Kopf als Rüssel bezeichnen. Gut, und bei Karakshvasana gibst du dann den Kopf zum rechten Oberschenkel hin und dann zum linken Oberschenkel hin. Du könntest auch mal mit den beiden Händen an den rechten Fuß fassen und dann den Kopf zum Oberschenkel hin und dann mit beiden Händen an den linken Fuß und Kopf zum linken Oberschenkel. So könnte man sagen, Karakshvasana ist letztlich die dynamische Form von Gajasana. Ja, das sind einige Variationen von Karakshvasana, die Hyäne. Hyäne steht natürlich auch dafür, Leben ist endlich. Was passiert irgendwann mit deinem Körper? Er wird gefressen von Würmern und von Insekten und letztlich im alten Indien durchaus auch von Hyänen. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Religion in Indien, das sind
die Jainas, und die haben gesagt, man soll den Körper einfach der Natur zur Verfügung stellen. Wenn man tot ist, dann werden Hyänen und Geier und Insekten und Würmer den Körper fressen, macht man noch etwas Uneigennütziges zum Schluss. Im Hinduismus wird der Körper zwar verbrannt, aber wir können uns daran erinnern, Körper hört irgendwann auf.